Gut, das ist ein absolutes Klischee, aber es heißt, früher war alles besser, gell? Aber es stimmt einfach auch nicht. Ich meine, früher hat es für alles jemand gegeben, oder? Nicht? In der Bank hat es einen Mensch gegeben, der hat da Überweisungen gemacht. Ein Mensch! Überweisungen! Stell dir vor! Na, also wirklich, also wenn der heute vor mir stand, ich wüsste nicht, wo ihm das Kartlein stecken muss. Ja! Es gibt eigentlich leider eine einzige Sache, die du früher schon selber tun gemüsst hast und die du heute allem noch selber tun musst, und das ist die selber Befriedigung. Also, da hilft dir keiner. Also, auch wenn du Batscher bist, gell? Oder Cetoni, früher zum Beispiel, Cetoni. Gell? Wir kennen ja so Generation Cetoni mehr zwar, gell? Ja, was heute keiner mehr. Früher hat es einen Witz gegeben, der geht dann in die Bar rein, sagt, scusi, Cetoni, dann sagt der Bericht, na, Toni, non c'è, da lacht heute keiner mehr. Telefonkabinen waren so riesige Handys. Ja? Und den hast du gekannt einigen und drinnen hast du gekannt telefonieren. Weißt? Oder runterstehen, bei Gewitter. Ja, wenn es regnet, dann bist du in die Telefonkabine rein, dann bist du drucken geblieben. Nicht? Heutzutage mit den scheiß Handys, du wärst nass, wenn es regnet. Verstehst du das? Ja, wirklich, ja. Moderne Kommunikation heißt moderne Kommunikation. Wenn wir kommuniziert haben, sind wir nur miteinander geredet, gell? Ja? Hast du auf die recht gerochen, verstehst du wieder? Ja, nicht da, streicheln. Da. Bis es bei uns zum Streicheln gekommen ist, haben wir schon oft müssen lang reden. Das, ja. Meistens haben sonst, du redest und redest und dann kommt ein anderer und streichelt. Gut, aber das ist jetzt vielleicht kein das. Ja. Und dann. Und noch Selfies, wenn ich es leicht schon her. Wenn ich früher zu einer gesagt habe, machen wir ein Selfie, dann hat es einmal geschmiert. Ja. 100%. Ja. Und heute laufen sie mit den Ständern und mit dem Ding. Ja, der Selfie-Ständer, verstehst du? Ja, wir sind früher auf mit den Ständern angerannt. Und mehr wie ein Selfie hat meistens auch nicht dabei, hast du gesagt. Dankeschön. Danke vielmals. Kim, ich begleite gleich zusammen. Ja, doch weniger, das wissen die wenigsten. Eigentlich ist doch logisch eine Figur, die ich spiele. Ja. Aber das kann man jetzt mal endlich aufklären. Zum Hotel und so, weißt du, ja, brutal Stress, dann mache ich Ski, mal Ramba Zamba, dann brauche ich ein bisschen einen Ausgleich, dann mache ich ihn Lobbys nicht. Der kriegt schon einen Burnout vom Theaterspiel. der kann nicht einmal. Stell dich einmal vor. Kevin Costa. Danke. Danke schön. Es hat sich gelohnt. Danke.